Hallo und herzlich willkommen beim dritten Part von Wild, dem Vorschau-Let's Play. Jetzt aber in West umgeändert, weil ich möchte gerne, ja ihr seht's ja, Wild West. Ich möchte gerne, ja, mich ein bisschen abheben vom Server. Ich werde dort auch eine Westwelt machen und eventuell auch ein bisschen dort, eventuell manchmal ein bisschen Let's Playen. Aber vor allem möchte ich mir einfach mal sagen, dass momentan die Lamas verbuggt sind. Man kann sie nicht reiten irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn also jemand das weiß, bitte mir sagen. Wenn ich den Teppich drauf tue, dann hat das Lama einen Teppich. Und wenn ich dann dort mit dem reiten will, geht's nicht. Also ich habe hier eine Westwelt gemacht. Gestern Abend im Livestream. Oh, jetzt haben wir hier eine Wüste. Ich möchte ja gerne ein Ding haben. Eventuell machen wir halt eine Welt dann, die Mesa-Biom hat. Und werden dann dort im Mesa-Biom spielen. Ich hätte es schon gerne. Auf jeden Fall. Aber hier ist ja auch gut, wenn wir halt einfach nur eine Wüste haben. Dann haben wir später dann einfach nur eine Wüste. Ja, wo wollen wir denn starten? Was ist denn das? Das ist ein Junkfehler. Komm, wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen um im Kreativmodus, weil ich ja jetzt auch im Kreativmodus bin. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das ist sowas von cool geworden. Der Server, der geht extrem gut jetzt schon wieder. Und deshalb, ja, freue ich mich auf jeden Fall. Unbedingt eine Bewerbung schreiben. Draco mit C. basel.gmail.com. So. Oh, eine diamantene Pferderüstung. Schön. Okay, dann werden wir mal weitergehen. Hä? Ja, der Server ist eben buggert jetzt. Jetzt haben wir viel mehr Schutzraum und mehrere Welten, das ist wichtig. Da haben wir auch noch eine Pyramide. Sehr heftigst. Jo. Und auf dem Server ist dann halt einfach das Let's Play. Das andere, nein, das andere ist ja sowieso mit Mods, aber etwas Ähnliches in der Fantasy-Welt. Dann haben wir eine Zukunftswelt und so weiter. Und da könnt ihr überall RFR machen. Wir werden eventuell sogar nur eine Welt machen, wo wir PvP machen, aber auch Keep im Indoor ist sowieso immer an bei uns im Server. Auch wenn es nicht geht. Nein, es geht nicht. Also deshalb ist es nicht an. Hm. Schade, aber eben man ja, wir müssen das irgendwie einstellen können. Deshalb machen wir wahrscheinlich einen Host-Server. Also kein Hoster, sondern selber hosten. Der Dario will das so machen, hat er gesagt. Ich hoffe, es geht. Und das ist der Server halt einfach an, wenn wir... das ist schon wegen 1.10, diese komischen Fehlerchen. Das ist kein Fehler, oder? Naja, dann machen wir das einfach so, dass wir dann um 16 Uhr anfangen, die Welt aufmachen, eventuell schon früher, wenn er schon da ist. Und um 23 Uhr, dann machen wir den Server aus. Oder vielleicht auch später, aber ich habe es einfach mal ihm gesagt, dass wir lieber 23 Uhr machen, damit er nicht noch on bleiben muss und den Server abschalten muss und so weiter. Aber dafür hat man dann... Okay, die lesen herum, wie gesagt, Tintenfische. Ja, dass wir einfach dann den anmachen, damit es fair bleibt und dann die reingehen, die RFR machen wollen. Gell? Und deshalb machen wir wahrscheinlich getrennte Welten, wo wir dann einfach RFR machen. Dann machen wir so Zonen, zum Beispiel eine Zone ist... Zukunft, eine ist Vergangenheit, also Antik, eine ist die Fantasy und so weiter. Und
Und die tun wir dann ein bisschen trennen sozusagen, dass man sie nicht sieht von den anderen Schlachtfeldern. Später machen wir noch mehr größere Schlachtfelder und so weiter. Also wir bauen alles aus, gell? Das ist jetzt wieder dies, nein, das ist eine andere Pyramide. Wieso hat sie hier so viele Pyramiden? Das ist ja Wahnsinn. Heftigst. Also, wo wollen wir denn sein? Ist das nicht das andere Dorf? Nein, das andere Dorf hat keine Schmiede gehabt. Sind wir schon irgendwo Neues, hä? Wir werden auf jeden Fall im Köln, West-Let's Play dann eine Stadt machen aus diesen Dorfbewohnern und so weiter. Wir werden auf jeden Fall viele Abenteuer, wir werden lustige Sachen machen und so weiter, gell? Also, jetzt möchte ich gerne ein Mesa-Biom finden. Hier ist ein kleines Dörfchen, das ein bisschen kaputt ausschaut. Ja, es ist einfach so ein bisschen halbiert in eine Richtung. Aber ein schönes Dörfchen, nicht? Einfach die Felder sind ein bisschen zu hoch. Das ist nochmal ein Dörfchen. Oh, ein großes Dörfchen. Mit einer Schmiede. Ja, jetzt muss ich weiterdenken. Boah, diese Schussel hier über. Das sind Schussel. Man nennt sie noch anders, irgendwie so, keine Ahnung, die haben keinen Shop. Das sind normale Bürger, haben keinen Shop. Aber können eben nicht Felder abbauen. Nicht irgendwie sich verteilen können sie auch nicht. Das können nur die Eisengolems, aber ja, irgendwie so etwas. So, wir müssen weiter. Gehen wir mal aufs Meer raus wieder. Einfach irgendwo in eine Richtung. Ich werde dann für den nächsten Part mal eine neue Welt generieren lassen. Und ja, dann mal schauen. Ne? Weil sonst kommen wir ja nie vor, jetzt, wenn wir da nichts finden jetzt. Da haben wir den, nein, das ist eine Insel. Da haben wir vielleicht etwas auch nichts, wieder ein Wassertempel. Ist schon heftigst, wie wir hier Ding haben. Gute Sachen. Also eine super Welt, hä? Noch ein Wassertempel, okay. Heftigst. Da haben wir jetzt mal. Nein, das ist auch keine. Das ist auch eine Insel. Wie groß ist der Ozean jetzt? So heftigst. Eis. Nein, Eis will ich nicht. Eine Schneelandschaft möchte ich gerne nicht. Es ist hier Schnee plötzlich. Eine Schlucht. Oh, eine schöne Schlucht. Geschlucht. Vielleicht haben wir hier ein Eiszapfenbiom. Eisbike-Biom. Ah, hier ist einfach wegen der Lava ein bisschen Erde. Ein bisschen Gras. Da haben wir einen Birkenwald. Ich möchte aber jetzt wieder ein warmes Biom, nicht hier plötzlich kalte Biome. Vielleicht müssen wir einfach jetzt ein bisschen hier in die Richtung gehen. Dann kommen hoffentlich die warmen Biome wieder. Eine Spinne. Okay.
alles Schnee, da ist ein Eisbike-Biom. Schön. Ach, ich freue mich auf das West-Let's Play. Also richtig heftigst. Ich habe so viele Sachen, das könnt ihr gar nicht vorstellen, wie viele Sachen ich mir ausgedacht habe. Diese Nacht, ich habe wirklich wenig geschlafen diese Nacht. Das ist ein mega geiler Berg. Der ist einfach mal abgeschnitten in der Mitte. Ein Stück rausgeschnitten, wer hat den Kuchen geklaut? Der Dario hat den Kuchen geklaut. Okay, da haben wir ein paar Kürbisse. Ja, jetzt ist einfach mal kurz ein Part im Kreativmodus, um ein bisschen zu erkunden. Ich möchte eben ein Ding-Biom haben. Ich möchte diese Welt eigentlich behalten. Belassen so. Deshalb, ja, müssen wir mal vorwärts machen mit dem Finden eines Mesa-Biomes. Ah, das ist einer dieser neuen Skelette. Die gelben Pfeil der Verlangsamung. Ist das jetzt ein Pfeil? Das ist ein normaler Pfeil. Okay. Das ist eine andere Schlucht. Ist ein bisschen schade, dass jetzt hier alles Eis ist, aber Schnee und so. Da bekommen wir wieder ein anderes Biom. Gut. Gehen wir mal in diese Richtung. Hoffentlich ist hier nicht der Ozean wieder. Nur rechts davon. Mal schauen, ob es Lama gibt. Vielleicht wurde das Lama-Bug jetzt wieder behoben. Ich denke aber nicht. Wir werden jetzt einfach mal ein Lama suchen. Das sind Schafe. Kein Lama. Jetzt habt ihr noch einen Bock hinzugefügt, wo die Lamas nicht spawnen. Wetten? Die fügen immer so viele Bugs hinein. Rein, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein cooler Berg. Nicht schlecht. Kommt jetzt Lamas. Bitte Lamas. Eieieiei. Keine Lamas. Naja, da kann ich es nicht zeigen. Savanne, in einer Savanne müssen wir noch schauen. Hä? Hier haben wir endlich mal wieder eine Wüste. Okay. Also sonst werde ich jetzt eine Welt generieren, die eine Mesa in der Nähe hat. Und werde dann einfach zu dieser Mesa-Wüste gehen. Ja. Schade. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.